Wenn wir dann in den Saal reingehen, wird eben aufgeteilt, wer richtet für die OP-Sitz her und wer kümmert sich um den Saal. Wir instrumentieren den Arzt während der Operation. Der andere Part kümmert sich um den Ablauf, dass die am Tisch stehende alles hat. Angenommen, wir haben jetzt einen handchirurgischen Eingriff, gucke ich mir halt eben genau an, was wird da gemacht, welche Instrumente brauche ich. Jeder Eingriff hat einen speziellen OP-Tisch und da schauen wir und passen den individuell am Patienten an. Es ist sehr viel Teamarbeit, man muss sich immer wieder anpassen, weil man jeden Tag mit anderen Leuten zusammenarbeitet, weil der Patient ist ja natürlich immer im Mittelpunkt. Man darf nie vergessen, dass da einfach ein Mensch liegt, der uns vertraut. Es ist halt wirklich jeden Tag was anderes und jeden Tag kann eine andere Situation sein. Es ist schön, die Verantwortung dann zu haben. Aber auch mal, ich sag jetzt mal, seinen Spaß wirklich dabei zu haben und wirklich dahinter zu stehen und die ganzen Aufgaben, die bei uns eben anstehen, sorgfältig zu erledigen und eben zu wissen, hey, ich habe was erreicht für den Tag.